Okay, los geht's. Oh! Oh! Letzte Runde und ich bin nochmal Imposter, Leute. Es wird so rasiert. So, und diesmal töte ich auch meine Menschen, Alter. Oh mein Gott, Junge, der Chat rastet aus! Ja! Yeah! Jetzt wird so abgehen. Max hat sich vorhin beschwert, dass er immer als erstes stirbt. Boah, diese, wenn man Imposter ist, ist es einfach so viel geiler. Jetzt, ups, mein Sprachchat war aktiviert. Boah, okay. Ich brauche irgendwen, den ich jetzt treffe als Alibi. Ich brauche irgendein Alibi. Oder ich laufe jetzt halt selber hin. Seid ihr blind? Direkt neben euch liegt Max tot. Hä, wo? Direkt neben Seppel. Und wo? Linus war da, glaube ich, auch. Wo waren denn die Leichen? Noch oben rechts in diesem da, wo dieses Ausguckteil ist für die Sterne. Und Mert und Max? Das war direkt neben euch, neben Seppel. Und Seppel ist sogar weggegangen davon. Ich hab niemanden gesehen da. Also keine Leiche, meine ich. Und Mert und Max lagen beide zusammen da, oder wie? So, Mert ist auch tot. Nee, das habe ich gar nicht gesehen. Achso, ich dachte da. Und wer hat die Leichen jetzt nicht reported, der da oben war? Seppel. Seppel ist einfach weitergelaufen. Fake. Nein! Digga, wenn deine Ausrede fake ist. Hört mir mal zu, Jungs. Ich kam von oben, Mitte, bin ich nach rechts gelaufen, um meinen Task zu machen. Hab einfach nur auf das Task geschaut, bin in den Raum rein und dann kam auf einmal Report. So, ich hab wirklich, ja, aber du hast nicht keine Report. Leiche gesehen. Du hältst deinen Schnauze. Ich bin also, da ja auch lang gelaufen. Ich hab auch keine Leiche gesehen. Okay, ich hab jetzt doch gesagt, komm, skip mal. Weil wir sind ja nur zwei Imposter auf einer Map. Mit 8 Leuten insgesamt und 2 sind schon tot. Ich will jetzt nicht direkt, dass meine Runde hier vorbei ist. Deswegen, ich werde jetzt erstmal entspannt meine Tasks weitermachen und vielleicht werde ich auch Jannis verdächtigen, sodass ich am Ende einfach alleine gewinne. So, ich schmeiß meine Freunde da von der Klippe. Du kleiner Sohn. Geh mal hier zu Jannis. Hey, Doug. Hey, Jannis! Hey! Guck mal, Jannis! Spasti. Hey! Oh, da oben ist einer. Da ist Niklas. Ah, Jannis, ist er lost oder was macht er da? Wie kommt man denn hier raus? Ich weiß überhaupt nicht, wie das hier funktioniert. Also ich tue jetzt mal einfach so. Ah! Da ist wieder Linus. Ich tue jetzt mal so. Obwohl, ja gut. Das ist Lifehack schlechthin, als Imposter einfach so tun, als wenn man Crewmate. Best CD ever! Ja, ich bin absolutes Blech in dem Spiel. Nein, doch. Oh. Ich mache jetzt mal einfach hier meine Tasks weiter. Ich lasse jetzt den Balken oben. Ihr seht ja den Balken noch gar nicht richtig. Von daher lasse ich den jetzt noch so ein bisschen kommen. Okay, ich hatte Linus eigentlich als Imposter gedacht. Also ich habe mit Tim zusammen gerade die Leiche gefunden. Mit Tim zusammen die Leiche gefunden? Ich stand direkt neben Tim. Ja, wir wollten Lights fixen. Das war direkt vor Electrical, glaube ich, ist dann. Und man hat halt nichts gesehen. Und direkt vor der Tür, wo man dann die Tür aufmacht, lag Linus. Also gelb. Ich war gerade mit Luca unterwegs, aber ich habe Luca, glaube ich, im letzten Moment verloren. Du bist irgendwo anders hingegangen. Ja, ich bin gerade nach rechts oben gelaufen, weil ich da eine Task hatte. Also wer hat jetzt Linus gefunden? Also ich habe es reported, aber Niklas stand direkt neben mir. Wir haben nur nichts gesehen, weil die Lights aus waren. Ich bin mal ganz stark... Also seid ihr beide relativ safe, oder nicht? Ja, also du kannst uns natürlich trotzdem verdächtigen. Ich würde halt einfach mal Niklas Seppel rausschmeißen, theoretisch. Das ist schon wieder so ein Quatsch. Also mein Call ist... Seppel war als einziger woanders, deshalb finde ich das ein bisschen komisch, aber... Jannis, was ist deine Ausrede? Wenn Tim und ich es nicht sind, dann... Ich war ja ganz andere Seite. Ich war ja sogar bei dir, Luca. Wir müssen halt wen rauswerfen. Ja. Also ich bin für Jannis, weil der hätte schon längst die Lights gefunden. Ich bin auch für Jannis. Ja, dann lass auf Jannis gehen. Du kleiner Sohn. Gut. Ich habe jetzt Jannis einfach mal in die Pfanne geworfen, weil ganz einfach Tim auch auf ihn gegangen ist, glaube ich. War es Tim oder Linus? Ich weiß es nicht genau. So. Ich mache jetzt ganz normal weiter. Die Sache ist, wie viele Leute leben denn noch? Es leben ja jetzt nur noch 4, oder? Seppel, ich. Seppel könnte ich gleich easy töten. Weil die anderen beiden, obwohl, wenn die anderen beiden zusammen unterwegs sind, dann wissen die halt, dass ich es war mit Seppel. Hallo, Motherfucker. Ich könnte einfach theoretisch die Leiche auch, reporten. Aber ich finde so Self-Report immer relativ suspicious, weil wenn die anderen beiden jetzt zusammen unterwegs sind... Aber Seppel war ja auch alleine unterwegs. Das heißt, eigentlich könnte man auch auf Seppel gehen. Liegt die Leiche da denn noch? Wer ist tot? Niklas! And the Grammy goes to... Ich glaube, ich kaufe einen Pelikan. Hallo? Tim, sag was. Was mit Tim? Sorry, ich war noch gemutet. Ganz kurz, ihr steht doch direkt daneben, oder nicht? Ihr seid doch beide bei diesem Emergency... oder...
Wo seid ihr gerade? Nee, man wird dahin teleportiert, wenn einer Dings. Ah, okay. Also ich war gerade eben eine Weile mit Luca unterwegs, alleine, hätte mich theoretisch killen können. Das spricht für mich dafür, dass Luca kein Imposter ist. Ich habe Tim keinmal gesehen, als wir gerade rumgelaufen sind. Lass Tim rausworten, oder? Meine Taste durch. Ja, lass Tim erstmal ganz kurz reden, was seine Verteidigung ist. Weil ich weiß auch nicht, Seppel, du hättest mich natürlich töten können, aber am Ende waren wir auch nicht mehr zusammen unterwegs. Tim, was sagst du? Ich glaube, es ist Seppel, aber ich bin halt meine Taste durch, bin dann Richtung Emergency Meeting. Oder ich wollte halt gucken, wo ihr seid, damit ich irgendwas, keine Ahnung, mit euch mit rumlaufen kann, dass ihr seht, dass ich es nicht bin. Aber jetzt ist irgendwie ein bisschen blöd gelaufen, dass hier Niklas tot liegt beim Emergency-Meeting. Ey, aber mal ganz ehrlich, Luca, hätte ich dich getötet oder du mich, dann hätten wir doch schon gewonnen, oder? Also kann es doch keiner von uns beiden. Nee, wir waren ja vorhin noch zu viert, aber wir müssen uns jetzt entscheiden. Oder wir skippen, aber dann hat der Imposter halt gewonnen. Das heißt, für wen entscheiden wir uns? Ich bin für Seppel. Mach Tim. Ich habe jetzt einfach mal, ich hatte die Möglichkeit, aber ich wollte jetzt trotzdem, ich will das jetzt ganz genau zu Ende spielen. Und zwar ganz kurz, bevor die Tasks durch sind, dann werde ich gewinnen. Ich weiß, der echte Lewandowski schreibt hier, ich soll einfach irgendwen dingsen. Ich soll einfach wen töten. Und dann ist Dingens. Dann ist vorbei, ich weiß. Aber meine Taktik ist ja bis zum Ende, das Ganze hier auszureizen. Ich könnte einfach Seppel töten, ich könnte keine Ahnung wen töten, das ist einfach vorbei. Leute, ihr müsst mir nicht hier tausendmal schreiben, töte wen und dann ist vorbei. Ich weiß es doch. Ich will ein bisschen Schwachsinn machen. Hello there. Nur wenige Minuten später. Noch etwas länger als nur wenige Minuten. Digga, bist du verloren, mein Junge, oder was? Hier ist einfach hin und jetzt. Digga, Luca, so lange. Junge Luca, Alter. Danke, keiner geahnt. Null. Junge, Seppel war so lost, Alter. Seppel guckt erst. Hör, warum? Moment. Seppel, was meine. Ich glaube, hast du gerade Jannis privat geschrieben? Nein, wieso? Achso, ich dachte, dass du eventuell gesehen hättest. Also, du hast hundertprozentig gesehen, dass ich gewendet bin. Ich habe das aber nur so ein bisschen hinausgezögert. Ich dachte, dass du dann hier auf Discord privat einfach Jannis geschrieben hast: Ey, lauf mal dahin, es ist Luca. Das ach lol, ach, die Bands sind hier so Löcher einfach nur. Ja, ja. Oh, das hast du gar nicht geahnt. Nein, ich dachte, das wäre einfach ein normales Versteck, wo man irgendwie als Rummel mal hinmachen kann. Oh nein, Digga, das ist so krankes Hollywood von Luca, muss man schon sagen.